Hallo, liebe Gewinnspielfreunde. Heute möchte ich euch mal die drei meiner erfolgreichsten Tipps nennen. Und zwar, der erste ist, macht überhaupt mit. Denn ihr wisst, nur wer mitmacht, kann überhaupt gewinnen. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis erzähle, ich habe schon wieder etwas gewonnen, dann sagen die, oh, du hast immer so ein Glück, wie machst du das nur? Und die sagen, ich habe noch nie etwas gewonnen. Dann frage ich, macht ihr denn überhaupt irgendwo mit? Nein, sagen die meisten dann. Dann ist natürlich klar, dass sie auch nicht gewinnen können. Deswegen, wichtiger Tipp, mitmachen. Der zweite Tipp: Wenn ihr euch Gewinnspiele sucht, dann sucht euch die, wo ihr die besten Chancen habt. Und die besten Chancen habt ihr bei Kreativwettbewerben. Das heißt, da muss man einen kreativen Beitrag leisten und hebt sich dadurch ab von anderen, dass man zum Beispiel etwas bastelt oder ein Foto einsendet. Und da hat man auf jeden Fall viel mehr Chancen gegenüber einer reinen Texteinsendung, weil es eben auffällig ist und kreativ, wie das der Name schon sagt, eben dargestellt ist, was ihr machen oder euer Beitrag ist. Also macht bei Kreativwettbewerben mit. Das dritte ist, wenn ihr bei Kreativwettbewerben schon mitmacht, dann sucht euch einen Videowettbewerb oder wenn es erlaubt ist, stellt eben ein Video. Denn mit einem Video fallt ihr viel mehr auf. Und es ist gar nicht so schwer, wie ihr vielleicht denkt. Das Video, was ihr jetzt gerade seht, ist einfach mit einem iPhone aufgenommen. Man kann selbst an dem iPhone mit den entsprechenden Apps was zusammenschneiden, aus- und einblenden oder aber mit einfachen, kostenlosen Programmen an eurem PC etwas zusammenbasteln. Und dann habt ihr ein super Ergebnis. Ihr müsst sogar noch nicht mal selber auf dem Video sein, wenn ihr euch nicht traut, sondern könnt eine Szene oder irgendetwas abfilmen. Hauptsache, es wird anschaulich dargestellt. Also, der dritte Tipp. Macht mit einem Video bei Kreativwettbewerben mit. Also, erster Tipp, mitmachen. Denn nur wer mitmacht, kann gewinnen. Zweitens, wenn ihr mitmacht, am besten bei Kreativwettbewerben. Dort habt ihr die besten Chancen. Drittens, wenn ihr an einem Kreativwettbewerb mitmacht, macht am besten mit einem Video mit. Das erhöht die Chancen nochmals. So, das waren meine drei besten oder drei meiner besten Tipps. Und ich wünsche euch für eure Wettbewerbe, an denen ihr teilnehmt, viel, viel Glück. Ciao.